Hi, hier ist Lina von RaveStop und ich sitze hier mit Oliver und Sascha von BMG. Servus. Hi. Na, alles fit? Super. Für heute? Alles ja, gut. Alles perfekt. Super geil. Die Jungs legen heute bei Electric City auf. Seid ihr nervös? Nee. Gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Also wir waren jetzt schon öfters hier bei Electric City und ja, es hat jedes Mal richtig gerockt und wir sind da sehr entspannt und freuen uns drauf. Okay. Und ihr spielt ja zusammen da oben. Wie klappt das denn so bei euch? Seid ihr total die Symbiose miteinander oder gibt's da noch ein bisschen mit dem Ellenbogen was? Nee, wir sind jetzt seit 12 Jahren dabei und sowas sind ja schon alte Hasen mittlerweile. Wir spielen schon seit 12 Jahren zusammen und da gibt's irgendwie keine Streitpunkte. Auseinandersetzungen mehr. Nee, wir sind einfach synchron. Wir wissen ganz genau, was der andere spielt, wie der andere einen Übergang machen wird. Wir sind einfach so ein eingespieltes Team. Wir vertrauen da aufeinander und es passt alles super. Ja, ab und zu gibt es mal den Moment, wo man da dasteht und sagt so, ja, was macht der jetzt gerade? Ja, aber okay, nach einer halben Minute oder so hat man es dann auch verstanden. Ja, also wir sind da sehr eingespielt. Okay. Ja, wir kennen ja auch die Jungs, dass sie sich auch mal gerne verkleiden zu bestimmten Anlässen. Verkleidet ihr euch heute auch? Nee, heute machen wir es nicht. Also das ist mit dieser Verkleidung, das war jetzt zu unserem Album gewesen. Das war dieses Funny Bad World Album. Da haben wir natürlich eine Tour gemacht und da haben wir uns dann natürlich verkleidet drauf. Heute machen wir das nicht, weil wir morgen einfach auch noch einen Auftritt in Polen haben, auf Mayday Polen. Und dann wäre das einfach mit dem ganzen Equipment noch mitzuschleifen einfach zu viel gewesen. Aber wir rocken auch heute so die Bude und wir haben auch immer noch ein Special im Hinterkopf und sowas. Das wird auf jeden Fall eine lustige Sache. Okay, also haben die Gäste heute irgendwas ganz Besonderes zu erwarten von euch? Ja, auf jeden Fall. Wie gewohnt halt. Wir werden auf jeden Fall alles geben und werden die Hütte zum Rocken bringen. Und jeder Auftritt ist was Besonderes. Das ja, stimmt. Auf jeden Fall. Das ist mal eine ganz andere Frage. Ihr macht ja richtig gute Musik und ihr habt auch viel Wert auf Sound gesetzt. Aber wie sieht es denn aus bei euch mit Gehörschutz? Ja, das ist bei uns immer so eine Sache. Also ich bin eigentlich so der Typ, immer wenn ich in den Club reingehe, ich hau mir sofort die Ohrenstöpsel rein. Ich hatte auch Anfang des Jahres hatte ich eine Mittelohrentzündung und seitdem habe ich immer Probleme mit den Ohren gehabt, auch im Studio. Musste mich da ein bisschen wieder an die Lautstärke rantasten, habe die immer drin und ich sag immer, Olli, mach dir bitte deinen Gehörschutz rein, ja. Aber der Olli ist da ein bisschen schlampig. Ja. Aber ist eigentlich schon sehr wichtig, weil es sag mal, ist ja unser Kapital. Also wenn wir nichts mehr hören, das wäre grauenhaft. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich das auch machen. Aber ich kann erstens damit nicht spielen. Und zweitens davor habe ich immer das Problem, wenn Leute mit mir reden und kommunizieren, höre ich einfach so dumpf, dass ich diesen Gehörschutz immer rausnehme. Und im Großen und Ganzen sollte man ihn eigentlich benutzen. Da hat man schon recht. Ich muss mal auf jeden Fall ein bisschen an mir arbeiten und das auch mal machen. Okay, aber das heißt ja, dass du bis jetzt noch keine... Ich habe ihn immer dabei. Also in meiner Tasche ist er immer, aber ich müsste ihn auch mal aufziehen, ja. Okay, gut. Wir haben jetzt mit BMG ein Interview gehabt. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Und nachher legen sie bei Electric City auf und wir sind sehr gespannt darauf. Tschüss. Tschüss. Ciao.